Hallo YouTube, mein Name ist Joe von Joe hilft dir und ich bedanke mich erstmal recht herzlich bei YouTube, denn vor 2 Wochen, um genau zu sein am Samstag, waren wir mit einem Video von uns auf der YouTube-Startseite, was uns auch so knapp über 200 neue Abonnenten gebracht hat. Und da bedanke ich mich dann jetzt auch nochmal bei euch, neuen Abonnenten, und willkommen. Das ist wahrscheinlich jetzt das erste Video, was ihr von uns auf eurer Startseite seht. Und ich möchte euch nicht enttäuschen, deswegen habe ich ein ganz spezielles Video mal rausgesucht. Und zwar Tipps, wie ihr auf eBay Geld sparen könnt. Ja, was macht ihr sonst, wenn ihr auf eBay geht? Ihr sucht vielleicht in den Kategorien, was ihr möchtet, oder gebt hier oben euren Suchbegriff ein. Nur leider finden denn wahrscheinlich recht viele Leute dieses Angebot, diese Auktion, wo ihr drauf bieten möchtet, und der Preis kann da schon mal etwas in die Höhe schlagen. Da habe ich mir so gedacht, das muss doch nicht sein, und Google ist unser Freund, wissen wir ja. Da habe ich dann mal Folgendes gemacht. Habe hier eBay eingegeben und dann wollte ich so Tipps und Tricks gucken. Aber Tipps ist nur an zweiter Stelle. An erster Stelle ist Tippfehler. Da dachte ich mir, ja, wer hat denn jetzt eBay falsch geschrieben oder wieso soll das so bekannt sein? Ging ich rauf, ging auf die erste Seite und mir ist Folgendes aufgefallen. Hier steht beschrieben, dass wenn man auf eBay irgendwas in der Suche hier eingibt und dann auf Enter drückt, findet man nur genau das, wenn so in der im Artikelnamen das genau so drin steht. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel irgendeine Marke eingebt, und dann findet ihr nur das, wie es richtig geschrieben ist. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Produkt hochstellt und da im Artikelnamen einen Fehler drin habt, zum Beispiel anstatt Nintendo einfach mal Nintendo reinschreibt und ein N vergessen habt, dann wird es nicht angezeigt, wenn man hier Nintendo eingibt. Okay, ja, so steht das Ganze hier beschrieben. Was müsst ihr dann dafür machen? Hier korrekter Suchbegriff. Dann auf Suchen gehen, dann könnt ihr hier erstmal noch auswählen, wo, auf ebay.de, at oder ch, also eBay Deutschland, Österreich oder Schweiz, und dann nur Auktion mit Tippfehlern suchen, nur Auktion ohne Tippfehler suchen, Auktion mit und ohne Tippfehler suchen. Nur Auktion ohne Tippfehler suchen ist ein bisschen unlogisch, weil das ist wahrscheinlich genau dasselbe, wie wenn ihr es hier ganz normal eingebt. Wir nehmen in dem Fall jetzt mal nur Auktion mit Tippfehler suchen. Geben hier mal, weil da steht korrekter Suchbegriff, Nintendo ein. Gehen dann auf Suchen. Schon öffnet sich ein neuer Tab und wir sehen, wir sind auf der offiziellen Seite von eBay, shop.ebay.de. Das hier ist kein Fake. Ich habe hier auch schon öfters mal gute Schnäppchen gefunden. Und ja, von daher, was fällt uns auf? In der Suchleiste ist Folgendes, Klammer auf, ganz oft Nintendo falsch geschrieben, mit Kommas getrennt. Was bedeutet das? Den ihr Logarithmus, also der Logarithmus von der Seite basesearch.de, den ich, wo ich den Link in der Beschreibung reinpacken werde, hat uns hier in der Suche einfach ganz oft Nintendo falsch geschrieben mit Tippfehlern reingegeben, und eBay durchsucht jetzt alle die hier angegebenen Wörter, zum Beispiel Nintendo, Nintendo, Nintendo und so weiter. Ihr könnt das ja selbst lesen. Hier, wie von mir angesprochen, Nintendo. Und was wird uns hier angezeigt? Eben, was wir da ausgewählt haben. Alle Artikel mit Tippfehler in diesem Firmennamen. Hier zum Beispiel Nintendo Wii Konsole, weiß inklusive Wii Sports, wie neu. 131 Euro, noch 14 Minuten und so weiter. Jetzt gerade hatte ich hier noch keine wirklichen Angebote heute gefunden, obwohl hier nur 3 Tage Nintendo DS und 112 Top-Spiele, zum Beispiel Super Mario. Gebot ist gerade 43 Euro, noch ein Tag, okay, das kann sich noch drastisch ändern, aber ich denke mal nicht so unbedingt. Hier ist zum Beispiel schon wieder eine Nintendo, wo da Nintendo steht, eine NES, noch kein Gebot. Ja, hier noch eine Nintendo Wii, ja, Sofortkauf. Da könnt ihr ja dann nicht viel dran machen. Und ja, so ist das. So habe ich schon öfters mal jetzt Schnäppchen gefunden in letzter Zeit und dachte mir, ihr könnt wahrscheinlich auch gut was mit dem Tipp anfangen. So, dann möchte ich jetzt nochmal schnell sagen, für alle Gamer, die nicht so viel Wert auf
drauflegen, dass die immer das allerneueste Spiel spielen, könnte ich einen anderen Kanal von uns empfehlen, der von mir geleitet wird. Und zwar German Game Room. Den Link packe ich mal in die Beschreibung. Könnt ihr einfach mal reingucken, wenn es euch interessiert. Könnt ihr auch gerne abonnieren, Kommentare schreiben, wie auch immer. Okay, so, das war's jetzt mal von mir. Ich möchte noch schnell sagen, wenn ihr noch weitere Tipps habt, noch weitere Tipps über eBay, schreibt ihr doch gerne in die Kommentare, egal ob für Käufer oder für Verkäufer, und tauscht euch untereinander aus. Ich persönlich würde mich auch selbst sehr drüber freuen, denn Geld kann man ja nie zu viel haben, ne? Und dann verabschiede ich mich mal mit den Worten 3, 2, 1, deins.